366. Tag im All. Wo ein Tag aufhört und der... Naja, wir tun, was wir können, um uns wie zu Hause zu fühlen. Die Crew zeigt sich wie immer von ihrer besten Seite, trotz der Einschränkungsformen, um unsere diplomatischen Beziehungen zu festigen. Durch unsere lange Reise in unerforschtem Gebiet wird unser Schiff auf eine harte Belastungsprobe gestellt. Doch zum Glück ist unsere Ingenieursabteilung, geleitet von Mr. Scott, mehr als fähig, ihre Aufgaben zu erfüllen. Abgesehen vom Schiff und andere wiederum nicht. Da wir vordringen, frage ich mich immer öfter. Captain, nach ihm. Ich insist. Übertragen und bestimmen sie. Ich will's. Das steht aber überhaupt nicht zur Debatte. Es ist zwingend erforderlich, dass sie Überlebende unserer Mannschaft lokalisieren. Und ich dachte schon, sie sorgen sich um mich. Oh, schön, sie in einem Stück wiederzusehen. Ausflugsdampfer, ein Wunder, dass wir dich aus einer Knopf drücken. Es ist kein Knopf, sondern es ist ein Silber da hinten und einer weißen Abdeckung. Gefunden! Und davon gibt es vier. Dann werden sie in einen riesen Ventilator gesaugt. Sie und die Waffe und wir werden alle sterben. Verdammt, Schindler.